Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Meidons Meinung. Und hier steht er natürlich auch, Alfred Meidon vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herzlich willkommen. Hallo. Wir haben uns heute wieder ganz spannende Themen rausgepickt. Ein paar Verlierer, ein paar Gewinne. Deutsche Bank, unser erstes Thema. Da lief es ja nicht so gut, aber heute ein bisschen, ein ganz kleines Plus, leicht angezogen. Was sorgt denn hier für diesen leichten Aufwärtsbewegung? Gut, die Deutsche Bank, also eigentlich wollte ich sie gar nicht mehr mit dabei haben, aber es ist nun mal die Aktie, die immer noch am meisten gehandelt wird im Moment bei deutschen Anlegern. Wie gesagt, Anleger stehen hier auf Aktien, die stark gefallen sind. Und tatsächlich diejenigen, die vor 3 Tagen eingekauft haben, sind jetzt ein bisschen im Plus. Heute 1%, gestern war es 1%. Man sieht es hier im Chart eigentlich kaum, diesen Anstieg. Das ist noch nicht viel, aber zumindest ist es schon mal ein Signal, die Aktie fällt nicht weiter. Ja. Und das ist eigentlich ganz erstaunlich, weil die Nachrichtenlage hat sich nicht unbedingt verbessert. Natürlich, der ganze Markt ist gestiegen, das liegt sicherlich auch daran. Aber es ist zumindest mal ein Signal, dass vielleicht jetzt mal eine Gegenbewegung erfolgen kann. Okay, aber es ist noch nicht der Auftakt für eine nachhaltige Trendwende, oder? Das sicherlich nicht, aber durchaus eine Gegenbewegung ist möglich. Sagen wir mal, vielleicht zumindest wieder in den Bereich 27, 28 Euro. Da kann es mal kurz vor sich hingehen. Also wer eventuell mal spekulieren möchte auf 1-2 Euro. Ich bin zwar kein Freund von Spekulationen, der kann das vielleicht jetzt mal riskieren, allerdings mit einem Stopp unter dieses Tief. Aber langfristig glaube ich nicht, dass die Bank sich oder die Aktie sich nachhaltig wirklich erholt. Erholt meine ich dann in Richtung 30 Euro oder sogar darüber. Okay. Die französische Bank BNP Paribas muss ja knapp 9 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Droht der Deutschen Bank ebenfalls eine ähnliche Strafe? Wahrscheinlich nicht. Das ist auch nicht ganz raus. Es wird da wohl noch ermittelt. Es gibt auch Vorwürfe gegen die Deutsche Bank, dass man mit bestimmten Ländern Geschäfte gemacht hat, was man hätte besser nicht tun sollen. Aber ich denke mal, wenn es eine Strafe gibt, wird sie nicht in dieser Größenordnung liegen. Und man sieht es ja auch am Kursverlauf, dass diese Strafe der französischen Bank eigentlich keine Auswirkungen hat auf die Aktie. Das ist eigentlich ein ganz gutes Signal, dass die Aktie der Deutschen Bank trotzdem steigt, trotz dieser extrem hohen Strafe. Das heißt, könnte man jetzt wieder einsteigen? Ja, wie gesagt, kurzfristig eventuell mit einem engen Stopp auf Sicht von 2-3 Euro, also so 10%, aber langfristig eher nicht. Okay, dann lassen Sie uns über die Lufthansa reden. Da verzeichnet man weiterhin Kursverluste. Was steckt denn dahinter? Ja, ich hatte es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich würde solche Aktien, die so stark gefallen sind, einfach nicht kaufen wollen, weil meistens fallen sie noch weiter und genau das ist passiert. Die Aktie ist gestern nochmal abgestürzt, heute erholt sich wieder ein wenig um 1%, aber gestern nochmal kräftig unter Druck gekommen. Es gab eine Herabstufung eines Analysten und ich glaube, es werden noch weitere Herabstufungen folgen, weil einfach durch diese Gewinnwarnung das ganze positive Bild, das die Aktie sich hier aufgebaut hat, komplett zerstört ist. Und die Probleme in der Luftfahrtbranche bleiben einfach groß. Das heißt, erwarten Sie noch tiefere Kurse? Ja, zumindest erwarte ich keine deutlich anziehenden Kurse. Und daher kommt die Aktie als Investment eigentlich nicht in Frage. Ich glaube eher, die Aktie wird so seitwärts, leicht abwärts noch tendieren. Und das könnte durchaus noch einige Monate so weitergehen. Das heißt, welche wichtigen Marken sollte man jetzt im Auge behalten? Ja, das ist hier unten einmal das Tief. Das ist da aus dem Herbst 2013, das sind so 13 Euro auch genau, da könnte es noch hingehen, vielleicht kann man da wieder was probieren, es ist sogar auch möglich langfristig Richtung 10 Euro oder sogar darunter, also wie das Abwärtspotenzial ist meiner Ansicht nach immer noch größer als das Aufwärtspotenzial. Nordex hatten Sie ja auch schon des Öfteren dabei, Nordex bzw. der Kurs kann wieder Fahrt aufnehmen, gibt es hier Neuigkeiten? Ja, zumindest ein bisschen Fahrt aufnehmen. Man sieht es hier in diesem Einjahreschart eigentlich kaum. Die Aktie hält sich weiter auf dem hohen Niveau, legt heute mal wieder ein bisschen zu. Ja. Es gibt allerdings nichts Neues, muss es auch gar nicht unbedingt, denn die Nachrichtenlage war ja sehr gut, ist nach wie vor sehr gut. Die Analysten müssen jetzt langsam mal nachziehen, machen sie auch, allerdings sehr zögerlich, auf diese verbesserte Situation bei Nordex zu reagieren. Und daher glaube ich, dass die Aktie dann auch wieder wirklich mehr Fahrt aufnehmen wird und irgendwann hier, das heißt irgendwann, das dauert wahrscheinlich nicht mehr so lange, dieses Hoch bei, ich weiß gar nicht, 16, knapp 17 Euro nach oben rausnimmt. Das heißt, raten Sie zum Kauf? Ja, also wer die Aktie hat, auf jeden Fall behalten und wer noch nicht dabei ist, kann durchaus auch jetzt noch einsteigen. Super, dann reden wir jetzt mal über einen Wert, den Sie noch nicht, glaube ich, dabei haben, jedenfalls nicht, wenn wir moderiert haben, nämlich Paion, ein weiterer Biotech-Wert. Was ist denn hier die Story dahinter?
Ja, Biotech-Werte sind ja in den letzten Monaten oder muss eigentlich sagen in den letzten 1 bis 2 Jahren wirklich wieder stark gefragt, vor allem US-Biotech-Werte, aber auch deutsche Biotech-Werte kommen wieder. Mologen hatte ich beim letzten Mal mit dabei. Jetzt Paion. Paion ist für mich eine sehr spannende Geschichte. Man hat ein Medikament, ein Narkosemedikament, Remimazolam, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist in der Phase 2 gewesen, kommt jetzt in die Phase 3. Und das ist sehr aussichtsreich, denn wenn sich das wirklich durchsetzen oder wenn die Genehmigung erteilt wird, dann hat das wirklich Milliardenpotenzial. Ein echter Blockbuster könnte das werden. Mhm. Und das könnte natürlich für Paion, das könnte die Aktie in völlig andere Regionen katapultieren. Warum kam denn die Aktie in kürzester Zeit so stark unter Druck? Ja, diese Abschläge hier sind zurückzuführen darauf, dass man eine Kapitalerhöhung gerade durchführt. Die Bezugsrechte werden, glaube ich, noch bis morgen gehandelt. Dann ist die durch. Man sammelt knapp 50 Millionen Euro ein, um diese Phase 3 finanzieren zu können. Das war eine ganz logische Konsequenz eigentlich. Und darum ist die Aktie unter Druck gekommen, nicht allzu stark. Aber offensichtlich ist diese Kapitalerhöhung jetzt platziert. Und ich glaube, man sieht es ja auch heute, die Aktie legt gar nicht mehr so stark, war mal mehr. Kräftig zu oder hat kräftig zugelegt. Ich glaube, das könnte durchaus jetzt wieder in die richtige Richtung gehen für diejenigen, die die Aktie haben. Okay, das heißt, wie sind die weiteren Aussichten? Ja, wie das bei Biotech werden so ist, das ist immer ein hohes Risiko. Wenn diese Phase 3 dann floppt, dann sehen wir den Kurs wahrscheinlich im Bereich von 1 Euro wieder oder sogar noch tiefer. Wenn allerdings diese Phase 3 funktioniert, dann ist das eine Aktie, die auch 300, 400, 500% steigen kann. Also es ist wie immer, das ist so ein bisschen das Biotech-Lotto, aber ich glaube hier, dieser Lottoschein, der ist zumindest nicht ganz so, ist sehr aussichtsreich, sagen wir so. Okay, also liebe Zuschauer, wir werden Sie definitiv auf dem Laufenden halten. Apple, das ist natürlich auch wieder eine sehr spannende Aktie, wieder im Aufwind, was treibt denn den Kurs? Ja, wir hatten ja nach diesem Anstieg eine ganz normale Konsolidierung hier. Es ging wieder ein bisschen runter, nicht sehr stark. Und jetzt dieser Anstieg in den letzten Tagen ist zurückzuführen auf einige Analystenempfehlungen. Es gab eine ganze Reihe von Kurszielanhebungen bis zu 115 Dollar. Ich weiß gar nicht, was das in Euro ist, aber auf jeden Fall deutlich über dem aktuellen Niveau und auch deutlich über dem Allzeithoch. Und das liegt so ein bisschen daran, dass viele Analysten doch erwarten, dass sich das neue iPhone, was im Herbst kommen wird, sehr gut verkauft, dass sich die iWatch, die erwartet wird, sehr gut verkauft. Also das vierte Quartal soll sehr, sehr gut laufen und darum diese Kurszielanhebung. Okay. Das heißt, was darf man für dieses Jahr noch erwarten? Also jetzt nicht, was Apple an Neuigkeiten rausbringt, sondern an Kursen? Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass wir das Allzeithoch, das war ja bei jetzt neuer Kurs 70, muss ich gerade mal überlegen, nee, 70 Dollar. Ist es eigentlich der Kurs in Dollar oder in Euro? In Euro. In Euro. Dass wir das alte Hoch auf jeden Fall rausnehmen, das ist nicht mehr so weit entfernt. Ja. Und wir haben ein Kursziel, allerdings auf Sicht von 12 Monaten, von 94 Euro. Mhm. Und das ist auch durchaus drin. Also dieses Jahr auf jeden Fall noch die alten Höchststände. Ich glaube, dass wir die noch nach oben rausnehmen. Also 10, 15% sind dieses Jahr noch drin. Das klingt doch sehr gut. Wir bleiben hier wieder bei einem sehr spannenden Thema. 3D Systems, auch schon des Öfteren darüber berichtet. 3D Systems konnte zuletzt auch kräftig nachlegen. Wir sehen es, will schon wieder versuchen, überhalb der 200-Tage-Linie zu notieren. Was war denn hier für der Auslöser? Ja, man hat ganz schön gesehen, diese lange Konsolidierung hier über das Frühjahr hinweg. Das lag so ein bisschen daran, oder dieser Kursverfall, dass 3D Systems, man will wieder mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Das hat wiederum Leerverkäufer angelockt, die auf fallende Kurse spekuliert haben. Die haben auch hier auch kräftig Geld verdient. Mhm. Allerdings, die kommen jetzt so langsam in Bedrängnis und in den letzten Tagen sind offensichtlich hier größere Positionen aufgelöst worden. Das heißt, die Leerverkäufer wurden aus dem Markt gedrängt, mussten die Aktie wieder zurückkaufen. Das hat für Kauffantasie gesorgt, das hat wieder Käufer angelockt und daher dieser Anstieg. Und also, wie gesagt, langfristig ist das für mich ein klares Investment, auch wenn kurzfristig jetzt vielleicht auch erstmal eine kleine Zwischenpause eingelegt wird. Okay. Könnte man jetzt schon von einer Trendwende sprechen oder ist es noch zu früh? Ja, also wenn man den ganz langfristigen Chart sehen würde, dann sieht man sogar, dass die Aktie sogar noch im Aufwärtstrend ist. Allerdings diese Korrektur, das war natürlich schon heftig, das war eine Kurshalbierung. Und ich glaube, diese Korrektur ist jetzt überstanden. Also tatsächlich, ich glaube, diese Wende nach oben ist schon nachhaltig und wir werden wahrscheinlich in einem Jahr, anderthalb, auch die alten Höchstkurse hier oben von knapp über 70 Euro wieder sehen. Das heißt, könnte man jetzt hier schon zuschlagen und kaufen? Langfristig würde ich die Aktie ohnehin kaufen wollen. Super, okay. Netflix ebenfalls noch dabei. Die Aktie ist ja momentan auf Rekordhoch. Man sieht es hier, ein Hoch nach dem anderen. Was treibt denn den Kurs?
Ja, wir hatten zwischendrin mal doch eine recht scharfe Korrektur. Und jetzt haben wir hier oben dieses Hoch dann rausgenommen bei, ich weiß gar nicht, 330 Euro, sowas in dem Dreh. Mhm. Das war so ein bisschen die Tatsache, eigentlich nichts Neues. Es kam ja schon vor einigen Wochen die Meldung, dass Netflix nach Europa massiv expandieren will, auch nach Deutschland kommen wird. Und das hat natürlich ein wahnsinniges Potenzial. Und jetzt kam dann nochmal Goldman Sachs gestern mit einer Kaufempfehlung, das Kursziel kräftig angehoben, hat nochmal darauf hingewiesen, dass dieses Potenzial in Europa sehr groß ist, dass man in einigen Jahren, ich glaube bis 2017, weltweit 100 Millionen Nutzer haben will. Und das hat den Kurs jetzt kurzfristig über dieses Hoch getrieben. Aber ich glaube, da ist langfristig sogar noch weitaus mehr drin. Das klingt natürlich toll. Aber ist die Aktie jetzt nicht langsam zu teuer? Ja, Netflix war schon immer teuer, bei 100 Dollar, bei 200, bei 300, bei 400. Die wird auch nicht mehr billig. Das ist so ein bisschen wie bei Amazon. Das liegt unter anderem daran, dass Netflix tatsächlich das Potenzial hat, den Fernsehmarkt zu revolutionieren. Man ist dabei, man hat in den USA 40 Millionen Kunden. In den USA, wenn man da online vom Online-Fernsehen oder vom Internet-Fernsehen spricht, dann sagt man nur noch Netflix. Es gibt quasi keinen Mitbewerber mehr für die Leute. Und ich glaube, das kann sich in Europa auch so entwickeln. Ja. Und diese Marktmacht ist einfach nicht mehr zu nehmen. Und wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 28 Milliarden. Das ist natürlich nicht wenig, aber wenn ein Konzern weltweit das Internetfernsehen dominiert, dann sind da auch irgendwann mal 100 Milliarden möglich. Wahnsinn. Dann noch zu guter Letzt Enphase Energy. Was macht das Unternehmen eigentlich? Ja, hatten wir, glaube ich, auch schon mal dabei. Ich sage es noch mal ganz kurz, weil viele Leute kennen die Aktie eben nicht. Enphase Energy macht Wechselrichter für Solaranlagen, hat eine neue Technologie, die vor allen Dingen einen höheren Stromertrag bringt aus Solaranlagen. Und das setzt sich ein bisschen von der Konkurrenz ab. Man ist besonders stark in den USA, einem der wichtigsten Solarmärkte in den kommenden Jahren, und will jetzt eben auch nach Europa und nach Asien expandieren. Wäre das für Sie ein Kauf? Ja, wobei ich irgendwie sehe, dass der Chart nicht ganz passt. Das ist nämlich nicht Enphase Energy, was immer das sein mag. Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Dann würde ich vorschlagen, Herr Maidon, nächste Sendung, Maidons Meinung, nehmen wir Enphase Energy nochmal rein mit dem richtigen Chart. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind dann sofort wieder für Sie da. Vielen Dank. Tschüss.